Und damit ein wunderschönes und ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Let's Play von Train Simulator Classics hier auf Kai's Retro Games. Heute unterwegs mit der Baureihe 420 auf der S6 oder S4, das könnt ihr euch aussuchen. Da Münchner S-Bahn halt eben, wie gesagt, beide führen auf dem Stück, wo wir uns jetzt befinden bzw. fahren werden. Also wir fahren jetzt von Grafing nach Leim. Original wäre ja das bis Ebersberg halt eben, wie gesagt, aber das ist hier im Addon halt eben, im Addon München-Rosenheim nicht vorhanden. Wir haben halt eben bloß das Stück von Grafing bis Leim und deswegen haben wir gedacht, okay, in erster Linie halt eben, ich würde ganz gerne die Baureihe 420 auch nochmal vorstellen, wenn wir schon überall S-Bahn-Züge fahren, haben wir dann überlegt gehabt, okay, wie können wir das am besten tun, aber ja, im Endeffekt hat mir einfach die blau-weiße Farbgebung einfach am besten gefallen. Ich finde die Züge in dem Farbschema wirklich am schönsten. Da haben wir gedacht, okay, da müssen wir sie im Münchner Verkehr zeigen, weil dort sind sie ja so gefahren. Und man dann gedacht, okay, gut. Und habe dann mal geschaut, ob ich eine Strecke zur Verfügung habe. Und Gott sei Dank, ich habe so viele TS-Addons, da hat sich dann noch eine ergeben. Und deswegen sind wir heute hier unterwegs. Gut, ich würde erstmal sagen, in erster Linie machen wir erstmal die Türen auf, dass die Fahrgäste hier alle rein können. Wie gesagt, also bei den Zügen halt eben ist alles wieder brav animiert, so wie wir das kennen vom TS Classics. Kinderwagen und Traglastenabteil. Zweiter Klasse Nichtraucher, aber gut, in den Zügen ist ja generell Nichtraucher. Laufen hier noch ein paar Leute durchs Bild. Guck mal hier, die alle Geschwister. Alle gleich aus. So. Gut, passt, also wir sind bereit, Fahrgäste sind alle zugestiegen, so, passt, dann ab vorne rein ins Cockpit, also so schaut der Zug von innen aus, nicht jedes Fenster oder sonst irgendwelche Spielereien sind hier bewegt oder animiert, wie wir das von vielen Zügen kennen, okay, doch hier oben die Sonnenklappe, die ist diesmal animiert, aber sonst auch mehr nicht, gut, naja, ist halt eben so gut, maximal 120, ich glaube, da können wir auch 125 rausholen, was ich mal schon gesehen habe beim Zocken. Und ja, wie gesagt, halt eben. Also, die Bordcomputer funktionieren nicht, dafür aber der komplette Rest. Reicht aber auch völlig halt eben, wie gesagt. So. Gut, F3 rein. So, das ist drin. Bremse lösen. Fahrstufe 1 rein und wir rollen schon los. Na dann, auf geht. Northbound S-Bahn Departure. Würde wahrscheinlich da vorne wohl bei die abgestellten Züge stehen. Und da vorne steht auch Tatsache auch einer abgestellt. Naja, gut, hier ist ein Umspannwerk in der Nähe, wie es ausschaut. Na. So, wir dürfen Gas geben, also hauen wir auch mal rein. Ich hatte, wie gesagt, bis jetzt noch nicht das Glück, mit diesen Zügen zu fahren. Leider in den Punkten. Vielleicht lässt sich das irgendwann mal nachholen. Schön wäre es ja. Weil wir an sich... So an sich sind es ja wirklich wunderschöne Fahrzeuge halt eben und klingen auch von der Akustik sehr schön. Ich habe es bis jetzt leider nur in Filmaufnahmen immer genießen können. Und habe sie bei mir auch in ein, zwei Büchern beschrieben. Sagen wir es so.
So, jetzt können wir uns eh bis zum Ziel eigentlich eher rollen lassen, sage ich jetzt mal, weil Tempo 90 danach, was willst du da noch großartig beschleunigen, sage ich jetzt mal. Also von daher, schauen, dass wir so ungefähr um die 90 herum halten, vom Tempo her. Und dann sollte man da recht gut hinkommen. Wie gesagt, ich freue mich schon ganz dicker auf das Hamburger U-Bahn-Addon für den TS Classic. Bin schon ganz gespannt drauf in dem Fall. Mal schauen wir mal, wie es wird in dem Punkt. Ich bin, wie gesagt, schon ganz aufgeregt. Und ich hoffe, es wird auch, ich hoffe, es wird diesmal einen Altbauzug dazu geben und nicht nur immer ein Zugmodell, weil das ist auf Dauer auch ziemlich langweilig dann. Das wäre ungefähr so, als wenn man die Münchner U-Bahn darstellt in dem Punkt und da gibt es nur eine Zugtype. Das ist auch komplett falsch. Also A, B, C halt eben und dann gibt es ja noch die D, die blauen Züge. Oder nee, plötzlich die nicht. C sind ja schon die blauen neuen, aber trotzdem, selbst wenn da, wenn man da nur eine Fahrzeugtype hätte oder eine Bauserie, das wäre schon ziemlich unauthentisch, sagen wir so. Ich werde mal schauen, dass ich im STS die alte Wiener U-Bahn-Strecke wieder zum Laufen bringe. Und dann werde ich mir mal demnächst ein bisschen KI-Verkehr erstellen, halt eben, und eine Aufgabe draus basteln. Und dann werde ich mal schauen, wenn ich das jetzt zum Laufen gebracht habe, werde ich auch mal ein Let's Play machen, halt eben, weil die U1, die alte U1 vom Rollmannplatz bis Kagran ist da nämlich noch mit drin. Oh, ordentlich langer Bremsweg. So, Bremse wieder ausgleichen. So, zack. So, damit sind wir am Kirchseeon am ersten Bahnhof de facto hier auf unserer Strecke, die wir heute fahren. Im Endeffekt sind wir ein Einsetzer ab Grafing, können wir auch sagen. Wir fahren ja auch nicht durch, wir fahren ja ab Leim schon wieder ab. Oder fahren vielleicht wieder retour, keine Ahnung. Wir sind ein Verstärkerzug halt eben. Ein bisschen älteres Semester, aber wir sind ein Verstärkerzug. Muss schon sehr schön gewesen sein, als diese Züge das Dominante auf der Strecke waren. Weil optisch sind schon schöne Fahrzeuge, gibt's nichts. Nur Brücken und Betonschutzwände, dahinter sieht man nicht viel von unserem Zug. So, Egelharting als nächste Station. So mal die Ansicht von innen, dass man das auch mal gesehen hat. Oh, ein bisschen sehr früh. Da kannst du mal eine Schaufel drauflegen. Also nochmal eine Schaufel nachlegen hier, dass wir ein bisschen vorwärts kommen, weil da hätte ich mich sonst beim Stehenbleiben ein bisschen verkalkuliert, sage ich mal so. Fahrgäste. So. Wie gesagt, viel Gegenverkehr kommt uns aktuell da nicht entgegen. Vielleicht ist es sonntags oder Feiertag, ich weiß ja auch nicht. Viel ist auf jeden Fall hier nicht los. Da wir das im Verstärker spielen, ist es recht ruhig. Wenn man dazu sagen muss, ich spiele jetzt auch im schnellen Spiel, ich spiele keine wirkliche Aufgabe, infolgedessen kann es aber auch sein, halt eben, dass hier kein KI-Verkehr für generiert ist, was normal der Fall ist. So, dann geht's auch schon weiter auf die nächste Station.
gesagt, fahren, wenn man dann halt eben über München Ostbahnhof, München Hauptbahnhof und dann zwei, drei Stationen hinterm Hauptbahnhof halt eben, ist dann unsere Route auch schon zu Ende. Aber auch schon Sommer, ein Stück Münchner S-Bahn-Verkehr wenigstens da, ist ja auch nicht verkehrt. Zorneding. Oder Zorneding, kann auch sein, keine Ahnung. Ich bin nicht aus der Region, ich konnte es nur schwer aussprechen, das tut mir ein bisschen schwer. Das ist halt so. Da kann ich nichts zu. Das ist. Was soll ich machen? Ich bin halt kein Bayer. Ich bin halt kein Bayer. Was soll ich tun? So. Jute, Jute. So. Also schon mal die Bremse reinsetzen. Aber schöne Landschaft hier rings zum Ausgucken. Mein Gott, die Lärmschutzwand da, aber hier ist grün. Schon schön. Aber gut gehalten im Endeffekt. Gleich nehmen wir einen Aufgang halt eben, wie gesagt, super. Für die Fahrgäste recht günstig. Die armen Leute da drüben, keine Ahnung. Gut, kann sein, dass Wochenende ist, dass vielleicht jetzt hier Bus gerade aktuell nur alle 20. Ja, oder Feiertagsfahrplan, dann fährt halt eben Bus alle 10 Minuten eine. Kann auch gut sein, keine Ahnung. Ich kenne mich mit dem Münchner Taktfahrplänen da nicht aus. Ich habe nur eingestellt, Herbst und schöne Wetter. Marcel, falls du hier gerade zuschaust zum Thema, das kannst du alles auch im MSDS machen, was ich hier gerade mache. Die Fahrzeuge dazu hast du ja. Nein, wie gesagt, auch wenn andere manchmal über Dovetail schimpfen und sagen, hier Open Rails ist viel besser und so. Ja, ich finde beide Simulationen gut halt eben. Der MSDS ist zwar für mich auch unangefochten auf Platz 1. Aber das heißt jetzt nicht unbedingt, dass der Simulator hier schlecht ist oder sonst irgendwas. Also, so viel sei nochmal an der Stelle dazu gesagt, das ist nicht der Fall. Ich bin schon ganz zufrieden mit dem Programm, möchte ich ehrlich sagen, in den Punkten. Es sind auch sehr viele schöne Strecken dabei halt eben. Und auch viele Freeware-Strecken, die echt schön gemacht sind. Also, das passt schon ganz gut. So, Baldham. Baldham? Wird es wahrscheinlich heißen. Kommen eigentlich. Mhm. Perfekt. So.
Türen aufmachen für die Leutchens. Wirklich recht wenig Gegenverkehr hier auf der Strecke. Ja, du sind Wien so ja noch 420, also 40-20 entgegengekommen sind, ist hier beim 420er richtig Ruhe. Faszinierend. Aber gut, was soll's, wenn's so ist, kann ich's auch nicht ändern. So, nächste Station ist Vaterstetten. Nächster Halt, Next Stop, Vaterstetten. Oh, viel zu schnell unterwegs hier erst bist du. Da hinten ja nicht die Türen aufgemacht. Da sieht man es hier oben, S4, Geltersdorf, also Geltendorf bzw. Ebersberg. Das wären halt eben die beiden Richtungen, also hier gut S4, aber die S6 fährt hinten auch auf derselben Strecke. Nur so mal so viel dazu. Also sind wir de facto, wenn ich jetzt hier dem Addon nachgehe, auf der S4 unterwegs. Weil die Münchner Netzspinne hängt eh auch im Zug drin, aber wer sich die mal genauer anschaut, sieht halt eben, wie gesagt, die S6 fährt hier hinten auch lang. Interessant, und über die Kultur wirklich der Insel. Okay, der Regionalverkehr oder sonst irgendwas kommt man mal da entgegen. Sehr interessant. Irgendwie lustig. Haare. Oder Haar. Gehen. Stimmt, da brauchst du nicht fahren. Aber es dauert länger. Das ist der Unterschied. So. Na,
an. Aber wie gesagt, ich fand die Züge optisch immer toll, halt eben, wie gesagt, bei den Aufnahmen, die ich gesehen habe, da haben es mich schon sehr interessiert. Aber wie gesagt, halt eben selber das Glück, dass ich da mal mitfahre in den Punkten. Nein, das Vergnügen hatte ich leider noch nicht. Schade drum, hey. Vielleicht irgendwann mal, vielleicht kommen wir irgendwann zu dem Glück. Ich würde mich drüber freuen, aber schauen wir mal. Dank Covid kannst du ja kaum noch was tun. Oder beziehungsweise hast du ja immer wieder Störungen drin, weil ja unsere Regierung meint, immer irgendeinen Schwachsinn machen zu müssen. Oder die Verkehrsbetriebe. Oder die Bahn. Wieder will, dass ein Maulkorb aufsetzt. Und das schreckt mich dann doch zu sehr ab. Ohnsdorf. Da müssten wir jetzt eh bald auf München dann reinkommen. Naja, ein bisschen ländlich ist es hier noch, aber gut, wer weiß. Die Bahncard 25 hier auf der rechten Seite. Ja, Deutsche Bahn, der Weg ist das Ziel. Oder schlechtes muss nicht billig sein, je nachdem. Jetzt so langsam, das geht, wenn es da vorne fortgeht zum Thema, aber nee, ist noch Dorf, oder? Nee, ist noch zu sehr Dorf. Trudering. Sächsisch klingt das sicher geil. Trödering! No? fahren wir nach Trödering? No, sicher!
Naja, aber das schaut jetzt schon langsam aus wie München Umgebung. Die Gebäude werden langsam größer. Also so langsam schaut das schon aus, als glaube ich, als wenn man am München am Stadtrand. Ja, da sind schon die Hochbauten. Ja, das sind wir schon am Stadtrand. Beziehungsweise in der Vorstadt können wir auch sagen. Ich glaube, das trifft es sogar ein bisschen weit besser. So, weiter geht's. So, jetzt kommen wir nach Berg am Laim. Oder vielleicht wird heute auch gestreikt, ich weiß nicht. Möglich ist vieles. Jetzt sind wir aber schon fix in München drin. Und da wirkt das irgendwie trostlos so ohne Verkehr. Ich weiß ja auch nicht. So, können wir den Zug ja auch mal gleich bei Gelegenheit nochmal von innen zeigen hier. So. Eine Spray à la carte Verkleidung hier an der Wände. So. Ah, die Türen sind gerade zugegangen. Ja, also wie gesagt, so schauen die aus. Wie gesagt, es gibt keins, also gibt schon erster Klasse auch, der schaut dann so aus, halt eben, wie gesagt, mit diesem Spray à la carte und dann der Rest ist dann halt eben, wie gesagt, diese, ja, Tapeten, möchte ich das mal nennen. So, weiter geht's. Aber wie gesagt, die Fahrzeuge, also die Züge an sich schauen super aus, die kosten, glaube ich, 15 Euro oder was im Doof-Tail-Shop. Ganz ehrlich, um das Geld, das kann man sich gönnen, das ist okay. Leuchtenbergring. Interessant, der Name. Da sind wir schon am Ostbahnhof dann. Ist doch mal eine Aussicht, oder? Boah.
Naja, knapp. Kann man sagen, knapp. Bisschen steht die Schnauze noch aus, aber das ist noch geringfügig. Ist okay. Alles noch tolerierbar. So, nächster Halt ist dann Ostbahnhof. Nee, ich habe mich hier da drüben stehen, so Jampa-Züge. Wahnsinn! Also dann ist heute wirklich Feiertag oder irgendwas, beziehungsweise kaum Verkehr. Oder haben die wegen unserer Sonderfahrt jetzt hier alles stillgelegt? Ich weiß ja auch nicht. Aber Züge stehen ja da. Ist ja nicht so, dass hier nichts steht. So, 8,25 Kilometer noch, dann sind wir schon an der Endstation in Leim. Aber jetzt geht's hier zügig, jetzt kommen noch ein paar Stationen, dann kommt der Hauptbahnhof, dann kommen auch noch ein, zwei Stationen und dann sind wir schon. Dann haben wir schon, dann sind wir schon wieder durch hier auf dem Streckenstück. Eigentlich ja Wahnsinn, wenn man sich so grob mal überlegt. Ich entsinne mich noch darauf, dass auf der DVD Verkehrsknoten München einst und jetzt, dass da sogar Aufnahmen drauf haben von den Zügen von der Verabschiebung. In derselben, wo eine Sonderfahrt auch war, halt eben mit dem blauen, also mit dem Zug in blau gestrichen so. Jetzt sind wir dann unterirdisch unterwegs. Okay. Ich kann hier mal mehr im Zug rumlaufen, das ist auch toll.
So, weiter geht's. Isator ist die nächste Station dann. Aber wieder nur warten. So, nach dem Isator kommt der Marienplatz, dann kommt der Karlsplatz, dann müsste ich in der Hauptbahnhof kommen. Mhm, normal schon. Weiter geht's. Zwischenbahnsteig. Wie damals an der Warschauer Straße. Musst du auf beiden Seiten vom Zug einsteigen, kannst halt eben dann kannst du rüberhüpfen auf die andere Seite. Nee, macht nur die eine Seite auf, und zwar die hier. Okay? Seht man da, die linke ist zu, die rechte macht nur auf. Achso, wahrscheinlich, weil die sich austauschen dazwischen. So, schau, wir sind jetzt Isator, sind wir jetzt schon durch. Jetzt sind wir Marienplatz, dann kommt Karlsplatz, also Stachus, dann Hauptbahnhof, Hackerbrücke, Donnersberger Brücke, und dann sind wir schon in Leim. Also im Endeffekt, von hier jetzt weg sind es dann im Endeffekt vom Marienplatz noch 1, 2, 3, 4, 5 Stunden. Sind wir schon wieder durch. Wahnsinn, schnell vergeht's doch. Wahnsinn, wie schnell das geht hier. Immer auf der rechten Seite. Dann setzen wir sich wieder hin. Müssen nicht die ganze Zeit bei der Tür stehen. Na.
München Hauptbahnhof tief. So, Hauptbahnhof. Hopp. Ja, drei Stationen jetzt noch, dann sind wir's. Wahnsinn, so schnell sind die Kilometer schon wieder runtergefahren, Wahnsinn. Das geht so schnell. Dass ich mal eine Leerfahrt mache. Wahnsinn. Die beobachtete, wie heißt die, Duncan McAfee. Dieses Produkt enthielt Platzproduktverzerrung. Ja, genau, wie die McDonald's-Werbung da oben. So, dann geht's weiter. Nächster Halt Donnersberger Brücke. Stehen. Passt. So, jetzt nur noch, jetzt noch die letzte Station, das ist dann Leim selber und dann sind wir auch schon am Ziel unserer Reise.
Schaut aber gut aus seitdem, wie gesagt. Macht doch Spaß, die Strecke zum Fahren. Wir müssen so ein bisschen mehr KI-Verkehr hier reinkriegen. Weil das ist, was jetzt hier ist, ist ein bisschen sehr, sehr wenig. Ein bisschen dürftig, möchte ich fast schon sagen. So. So. Dann geht's zur letzten Station. Jetzt geht's nach Leim. Mal gespannt, wie es ausschaut. Ich fahre jetzt zum ersten Mal rüber, dann bin ich von hier mal von München aus weggefahren, Richtung Rosenheim auf den Fernstrecken, aber noch nie über die S-Bahn-Gleise. So, Hirschgarten und dann kommt schon Leim. Das Hirschgarten war nicht auf dem Fahrplan drauf. Interessant. Perfekt. Na, läuft doch. Schön zum Stehen gekommen. Super, 1A. So, meine Damen und Herren. Nächster Halt, nächster Stopp. Leim, dieser Zug endet hier. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Dear Passengers, we are now approaching the last stop on the line. Please leave us here. So, dann auf. So, gut. Also, das war dann unser letzter Stopp halt eben. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich sag an der Stelle dann Dankeschön fürs Zuschauen. Hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es heißt Let's Play Train Simulator Classic oder auch natürlich einen von den ganz vielen anderen schönen Simulationen und Games. Und wie gesagt, Wünsche, Anregungen, Kommentare bitte alles unten dann in die Kommentarspalte unten reinschreiben. Das wäre ganz lieb. Und ansonsten Abo dalassen, dann kriegt ihr immer die neuesten Videos zugestellt. Dann sage ich Dankeschön und bis zum nächsten Mal.